Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Retropanda quält sich Folge und mal ausnahmsweise ein Zuschauerwunsch und zwar von guten Carpe. Wenn ihr ihn noch nicht kennt auf Twitter, bitte folgen, der macht super Zeichen und kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, habe ich unten verlinkt. Und zwar hat er sich Oh Behave für den Game Boy Color gewünscht. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Spiel eher kurios ist und nicht schlecht. Aber schauen wir mal, aber solche, die quält sich Serie ist ja auch durchaus für solche kuriosen Sachen da. Also als ich das Cover gesehen habe, dachte ich mir nur, oh, da musst du mal reinspielen. Es startet auch gleich. Es scheint so eine Art DOS-Hochbooten irgendwie gerade zu simulieren. Ist von Rockstar gepublished worden, also kann es eigentlich gar nicht so schlecht sein, würde ich sagen. Aber schauen wir mal kurz rein, wird kurios sein. Gameboy ist ein guter Zwingername für ein Spielzeug, oder? Okay. Die Filme sind natürlich eher für diesen schlüpfrigen Humor bekannt. So ein bisschen Parodie auf James Bond, wer die Filme nicht kennt. 70er Jahre und so weiter. Und der Austin Powers ist immer so ein Schwerenöter. So, starten mal. Wir kommen zu Austin Powers Oh Behave. Als nächstes folgt ein groovy und extrem schakadelisches Setup-Programm. Gibt deine persönlichen Details ein, versuche ein super duper Geheimagent für Mod zu werden. Okay, schauen wir mal. So, okay, wir sind ein Mann. Name ist natürlich. Oh Gott, ich hasse diese Gameboy sonst was Namen-Eingeber. P, okay. Ich wusste nicht, wie man weitergeht. Also, ich wollte eigentlich Panda schreiben, ich wollte nicht Penis schreiben, nein. Auch wenn es den Humor entsprechend wäre. Agent P, bist du ein Mann, Baby? Bei deiner Frisur weiß ich nicht, ob du Junge oder Mädchen bist. Okay, scheint zumindest den Humor sehr gut zu übertragen. Partner, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich jetzt die Filme vielleicht einmal gesehen habe, wenn überhaupt. Nimm mal die Felicity, keine Ahnung. Dein Lieblingsbraut ist also Felicity Shackwell. Willst du mir gegen Dr. Evil helfen? Ja, sicher. Also von der Aufmachung her sieht das schon ziemlich cool aus. In was für einer Adresse wohnen wir? In Bude in Soho? Cryo-Kammer oder in Jumbo-Z? Ja, Jumbo-Z natürlich. Hallo. Ist logisch. Freut mich, dass dir mein Jumbo-Z gefällt. Ziemlich zwingend, was? Ja, okay, schauen wir mal. Wobei es so ein bisschen nervig ist. Es ist zwar echt cool, aber ich glaube nicht, dass das jetzt groß schwerwiegende Entscheidung irgendwie im Spiel ist. Das heißt, das hätte man vielleicht etwas, ja, ich will natürlich den Dr. Evil unterwerfen, etwas abkürzen können, denke ich mal. Also von der Technik her sieht es aber ganz gut aus. So, er installiert immer noch. Bin erfreut, dich zu treffen, Agent P. Wir müssen Dr. Evil besiegen. Okay. Es ist sehr bunt. Ja, keine Ahnung. Groovy Sachen, Programme, Spiele. Ja, Spiele, ne? Sag bloß, das ist eine Minispielsammlung. Rückgestart. Es ist wirklich eine Minispielsammlung. Leute. Da hätte man jetzt aber viel draus machen können. Also ich gehe jetzt einfach mal so random durch. Es ist wirklich Steinpapierschere. Was man jetzt auch noch richtig timen muss. Steinpapierschere. Steinpapierschere spiele ich hier gerade. Was halt hip und passend aufgemacht ist. Komm ich hier irgendwie raus? Ja, beenden. Ich habe das Spiel ja gelobt. Weil es hat stimmig angefangen mit diesen Windows-mäßigen und so weiter. Das war das Screensaver, okay. Ah, ne. Das war ja wieder... Wir noch im Spielermodus, okay. Mal gucken, was das nächste ist. Stein, Papier, Schere? Da komme ich gerade nicht drüber hinweg. Hey, was können wir aus der Austin Powers-Lizenz machen? Lass dein Papier Schere spielen. Warum auch immer.
Da durfte wahrscheinlich jeder Praktikant mal ran, was soll programmieren, oder? Okay, was habe ich jetzt? Okay. Ah, so eine Art Labyrinth Pac-Man. Ja, es ist im Prinzip wahrscheinlich ein Pac-Man-Klon. Nur dass die Steuerung sehr hakelig ist, und zwar gebe ich mal nur die Richtung hin ein und dann geht er quasi bis zur nächsten Wand. Das ist ein Pac-Man-Klon. Hey, wieso haben die so ein... Geh zurück hier. Zum Beispiel, da konnte ich jetzt zum Beispiel nicht zurückgehen. Mitten im Weg. Also die Richtung kann man nicht ändern. Also hier muss man wirklich strategisch gehen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Brainies für Super Nintendo, wo das quasi Teil des Rätsels war. Aber in so einem Pac-Man-Style ist das nur nervig. Ja, ich konnte jetzt da zum Beispiel nicht nach unten abbiegen, obwohl ich nach unten gedrückt habe. Und sowas ist Mist. Oh, es hat so gut angefangen. Und Rockstar und so weiter. Leute. Ich hatte schon die erste Hoffnung, dass es gut ist. Ich meine, gut, es ist nicht wirklich schlecht, aber es ist halt... Ist der Steinpapierschere und ein Pac-Man-Klon. Der von der Steuerung her noch nicht mal sehr gut umgesetzt ist. Ich dachte, es wäre nicht so scheiße. Den Vibe hat's doch gut eingefangen. Ja, oh, Game Over, schade. Ja, auch hier gehe ich mal raus. So, was ist das hier unten? Ist das hier eins? Domination. Ah. Hier ist sowas wie Dame? Ja, alleine. Ach hier, oder ist das Othello? Ja, wird Othello sein, ne? Was bin ich denn, pink oder? Ach, ich muss den hier auswählen, ja, hier drüber. Ja, es ist Othello. Mit langen Ladezeiten. Ja, jetzt ist er dran. Zip it. Alter, man muss jetzt immer bestätigen, dass man dran ist. Warum denn? Also bin ich gut in Othello, das muss ich dazu sagen, ne? Also, aber es ist Othello. Also ist Othello groovy und das muss man auch jedes Mal wegklicken. Ja, jetzt ist er dran, Taste drücken. Also hier, ich zeige euch das, wenn ihr nicht wundert, es ist der Xbox One Controller. Ich spiele es über Emulator. Ne? Zip it, okay, drücken. Jetzt bin ich dran. Jetzt wähle ich halt aus, wie, keine Ahnung, was ein guter Zug wäre. Hier zum Beispiel. Ne? Wieder drücken. Wegen Spruch wegdrücken. Jetzt ist er dran drücken. Drücken. Das hat wirklich der Praktikant gemacht, glaube ich, oder? Also Karpe, wusstest du, dass das Spiel so kacke ist? Oder hast du es nur wegen den Namen empfohlen? Nee, also ich bin ja wirklich immer dankbar für solche Wünsche. Aber wie kann man denn aus so einer Lizenz so einen Müll machen? Da wäre mir fast ein Plattformer lieber. So, komme ich hier irgendwie frühzeitig raus? Ah. Also, ne? Also ich muss jetzt keine Runde Othello verlieren. Wir wissen, okay, weil hier noch ein bisschen mehr Platz ist, gehe ich mal davon aus, dass man noch mehr Spiele freischalten kann. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Hier drauf? Herunterfahren. Nee, ich finde das Phaptos. Oder... Nee, warte. Sag bloß, da startet das Spiel jetzt neu. Ja, ja, komm. Ich dachte, das wäre quasi wieder zurück in dieses Betriebssystem zurück. Ja, die Witze, die waren vielleicht einmal witzig. Komm, ich lese sie auch gar nicht vor. Es sind halt irgendwelche... Achso, Enter A. Ich drücke es ganze Zeit weiter, weil ich dachte, das wäre dieses Gelaber. Enter a command und press B. Ah, okay. Ich schätze mal, das war dann die Passworteingabe oder so. Gut, das war jetzt mein Fehler. So, kommen wir hier zurück. Was kann ich hier noch Hintergrund auswählen und so weiter?
Also im Prinzip simuliert es einen Spielecomputer. Ah, da komme ich zurück, okay. Was haben wir hier? Groovy Sachen. Oh boy, bin ich aufgeregt. Sounds. Soundtest. Ist gleich viel entspannter, oder? Also ich habe ja bei euch die Musik etwas runtergedreht. Konfigurieren. Hier kann man verschiedene Sounds abspielen. Ja. Toll. Also im Prinzip Menü. Was haben wir hier mit dem Pfeil? Kann ich dann die Pfeilfarbe auswählen? Ja. Kann ich mir verschiedene Zeiger als. Ey! Was haben wir hier? Farbschema, Alter. Das als zweiten Punkt. Was haben wir hier? Das war's. Das war's! Wir sind dabei, um Dr. Evil zu besiegen, indem er vor einer Windows-Plagiat sitzt und irgendwelche Minispiele machen. Rockstar! Ich hatte Vertrauen in euch! Das qualifiziert aber nur im fairen Sinne als Spiel, oder? Also, ne, ich hab's auch gar keine Lust mehr. Aber danke, Carpe, für den Wunsch auf jeden Fall. Dass es so mies ist, habe ich jetzt nicht gedacht. Also, die Spiele sind spielbar, bis auf das Pac-Man, was halt komisch ist mit den Graninien. Aber, ne. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut. Tschö.